Hallo, wir sind Kim Koi. Und wir machen Musik, weil wir sonst nichts können. Und da sind die Jungs, die das behaupten. Schönen guten Tag. Hallo. Ich finde, das ist ein sehr ehrlicher Satz. Ist das wirklich so, Lars, dass ihr sonst nichts könnt außer Musik? Naja, also wir können eigentlich sicherlich noch ein paar andere Sachen, aber Musik macht uns halt viel Freude und das können wir jetzt mittlerweile auch schon ganz gut, weil wir schon ein bisschen lange dabei sind und ja. Wie lange seid ihr denn dabei, Michael? Als Kim Koi noch gar nicht so lang. Nämlich seit 2013? Mhm. 2013. Und ich habe das mal aufgeschlagen. Das kannst du gerne machen. Es ist doch sowieso, dass man als Band irgendwann das Klischee hat, man zerstört alles und schlägt alles kaputt und zerstört die Hotelzimmer. Deshalb haben wir mal angefangen, aber irgendwie ist das bisher aufgrund der Gagen nie möglich gewesen. Aber ihr habt ja weitergemacht. Was war euer Antrieb, weiterzumachen, wenn es nicht das Hotelzimmer zerstören war? Ich glaube, das bringt uns wieder dahin oder an unseren Eröffnungssatz, weil wir sonst nichts können. Du stimmst dem zu, nehme ich an. Ja. Sehr schön. Und jetzt muss man ja mal sagen, jetzt haben wir mit euch gequatscht. Wir haben eure Namen gesagt. Wir haben gesagt, ihr heißt Kim Koi. Wir haben noch nichts von euch gehört, wie ihr klingt. Das werden wir gleich mal hier live hören, denn ihr habt eure Gitarre dabei und spielt gleich eine Runde für uns. Und vorher schalten wir in meinen ersten Beitrag und sind gleich wieder da. Obgleich sein Vater eine glänzende Militärlaufbahn für ihn ins Auge gefasst hatte, bestritt Hervé Joncourt seinen Lebensunterhalt schließlich mit einem ungewöhnlichen Beruf. Das Rezept ist so einfach wie genial. Man nehme eine Prise Musik, eine packende Stimme und eine spannende Geschichte. Rührt alles einmal um und fertig ist das etwas andere Literaturerlebnis. Seit einem Jahr laufen die Vorbereitungen für die Hörinszenierung, die ab jetzt einmal monatlich im Scala in Esslingen zu sehen, zu hören und zu fühlen sein wird. Kino im Kopf läuft jetzt im zweiten Jahr. Und die beiden Künstler, Michael und Johannes, sind ein eingespieltes Team. Das Tolle ist beim Johannes, der hört so zu, dass ich mich blind auf ihn verlassen kann. Und wenn ich beim Lesen dynamisch mich verändere, dann geht er mit. Und so kommen wir eigentlich immer zusammen. Michael ist ein fantastischer Erzähler. Ich finde, gerade wenn man so einen ganzen Abend einen ganzen Roman erzählt, dann ist das eigentlich das Wichtigste, was man braucht, um so einen Abend auch ja, schön für die Ohren zu haben. Das Scala in Esslingen ist übrigens ein ehemaliges Kino. Der frühere Kinosaal ist zu einem multifunktionellen Veranstaltungsort umgebaut worden. Und ich kann Ihnen sagen, als Zuschauer kann man es sich so richtig bequem machen in diesen alten Kinosesseln und dem Duo Phantasma, so nennen sich die beiden, bei ihrer außergewöhnlichen Performance zusehen. Während der Probe verraten uns die zwei noch, dass sie mit einigen Tricks arbeiten und Dinge aus ihrem Haushalt für die Aufführung brauchen. Das Problem war, dass mir der Klöppel immer wieder auf die Snare fällt, wenn ich den nur halte. Das heißt, wenn ich ihn nur einklemme in den Finger, dann habe ich immer wieder, ich halte ihn ja nur mit diesen Fingern fest, rutscht er mir immer wieder runter und so habe ich ihn immer fest am Zeigefinger. Ja, ich habe lang probiert mit verschiedenen Einmachgummis, aber ich habe jetzt die Lösung. Ich verrate es jetzt einfach, aber diese Lampe, die hat einen ganz schönen Platz bei mir. Und ich wusste nicht, dass sie zu diesen Ehren kommt. Aber als wir Fotos gemacht haben für das Programm, habe ich einfach mal Sachen mitgenommen. Und dann kam die auf das Foto drauf und dann dachte ich, jetzt muss sie auch auf die Bühne. Sonst kommt man nachher zu uns und vermisst diese Lampe. Gelesen wird übrigens die Liebesgeschichte Seide von Alessandro Baricco. Die nächste Chance, die beiden zu sehen, haben sie am 3. Februar um 17.30 Uhr. Hervé Joncourt war 32 Jahre alt. Er kaufte und verkaufte Seidenraupen. Klar,
heute ist alles wunderbar. Alle Hände in die Luft und auf zum Feiern an die Bar. Hey, oh ja klar, es scheint der Augenblick bizarr. Und wenn die Nacht vorüber ist, ist wieder alles wie es war. Alles wie es war, alles wie es war, alles wie es war. Aha. Alles wie es war, alles wie es war, scheiße wie es war. Wow. Das ist ja der Hammer. Ich kann nicht so gut klatschen, weil ich ein Mikro in der Hand habe. Sensationell. Eure Texte sind ja das, worum es in eurer Musik geht. Mhm. Wie sehr nervt euch Oberflächlichkeit? Sehr natürlich. Und ja gut, aber letztendlich versuchen wir aber, versucht man so ein Stück selber irgendwie für sein Leben so zu gestalten, dass man möglichst wenig damit in Kontakt kommt. Also, was weiß ich, Leben ohne Fernsehen und sich von den Leuten halt fernhalten. Und das gelingt uns inzwischen eigentlich relativ gut. Und wahrscheinlich gehört auch so ein bisschen gehobeneres Alter dazu, dass man irgendwie mit bestimmten Prozessen anders umgeht, als wir es zum Beispiel noch vor 10 Jahren oder 15 Jahren gemacht haben, wo man mehr wütend ist. Und das ist, ich glaube, Lars ist ruhiger geworden. Ist das so, Lars? Ist ja diesem Jahr. Sehr schön. Dann sprechen wir gleich noch weiter über das Leben ohne Fernseh, ganz in ruhiger Atmosphäre und schalten ganz kurz weg. Bis gleich. Und wir sind zurück mit Lars und Michael von Kimkoi. Und was mir eben hängen geblieben ist, ist, Michael, was du gesagt hast, du lebst ohne Fernseh. Das finde ich sehr außergewöhnlich. Ist das außergewöhnlich, ja? Okay. Ich finde, das ist selten. Findest du nicht, Lars? Ich habe auch keinen Fernseher. Du hast auch keinen Fernseher? Nee. Also es ist Wahnsinn, ich kenne es noch von früher, dieses obligatorische abends mal kurz auf die Couch und Fernsehen und diesen Hintern kriegst du nie nicht wieder mehr hoch. Und wie steht ihr zu sozialen Netzwerken, Lars? Wie steht ihr zu Facebook, zu Instagram? Also ich habe schon ein Facebook-Profil, aber und die Band natürlich auch. Weil es muss einfach aber heutzutage. Dass wir da wirklich aktiv sind, also auch als Band, sind wir da auch nicht so, lassen wir immer ein bisschen schleifen, auch muss ich sagen. Wenn ihr Kontakt mit Menschen habt, wenn ihr spielt, was ist euch wichtig, wenn wir jetzt mal wieder bei realen Kontakten bleiben und nicht bei Facebook und Fernsehen, was ist euch wichtig, was die Menschen mitnehmen, wenn sie euch gesehen haben? Im Idealfall verläuft so ein Abend so, dass jeder rausgeht, vom Musiker bis zum Gast. Und natürlich bis zum Gastgeber, dass jeder sagt, okay, das war ein schöner Abend. Und für dich, Lars? Ja, das trifft schon sehr gut. Also kann ich eigentlich gar nichts groß hinzufügen. Ihr seid euch sehr einig immer so, ne? Was der eine sagt, kann der andere unterschreiben. Seid ihr auch eigentlich Privatfreunde? Ja, auf jeden Fall. Sehr schön. Und du hast, wir können es ja mal sagen, vorhin gesagt, Michael, als die Kamera aus war, dass Lars bei euch die Frau ist in der Beziehung. Woran liegt das? Kocht der und wäscht der, wenn ihr unterwegs seid, oder wie? Nein, er sagt mir immer, was ich tun soll. Oh, so denkst du bei uns Frauen. Gut, das ist für mich der Moment. Das war aber oberflächlich, ne? Ja, das stimmt, das stimmt. Wir geben noch mal ganz kurz ab in meinen nächsten Beitrag und sind gleich zurück. Hallo, herzlich willkommen. Hier ist meine kleine, schöne Kunstgalerie Art und Antique, in der es jeden Sonntag Kaffee und Kuchen gibt. Kuchen gibt es sogar auch für meinen Hund. Der ist nämlich unser geheimer Star und ist seit 3,5 Jahren überall bei jedem Event dabei. Gell? Super! Also meine Künstler suche ich mir eigentlich nach meinem Bauchgefühl aus. Da muss eigentlich alles stimmen. Mich muss das Werk interessieren. Also mir ist nicht so wichtig, wo die ausgebildet wurden, was für tolle Weihen oder Ehren die bekommen haben, sondern dass die das wirklich mit Leidenschaft machen. Und dann gebe ich dem Künstler eigentlich immer Raum oder eine Chance. Bei jeder Ausstellung ist eigentlich irgendwas Besonderes. Natürlich sind immer die Bilder auch neu. Also diesmal ist es eben, dass wir einen Raum mit diesem Schwarzlicht ausstatten. Manchmal gibt es Musik, manchmal bringen mir auch irgendwelche Künstler irgendwelche Pornopuppen als Gäste mit oder ihre Hunde. Teilweise haben wir manchmal bis zu 5 Hunden, die dann in der Bar rumwuseln. Also hier ist immer irgendwas geboten. Das
Tolle hier in der Galerie auszustellen? Die schöne Atmosphäre, die Kommunikation, die daraus entsteht, mit den interessanten Menschen hier. Und dass es sehr, sehr nicht unformell ist, sagen wir es mal so. Eine super Aktion, auch mit dem Hund und seinen zwei Freundinnen, war zum Beispiel, dass wir einen wunderbaren Teller voller Barbie-Puppen zubereitet haben. Die haben wir mit Leberwurst beschmiert, mit Schinken umwickelt und dann mit Hackfleisch garniert. Und diese wunderbaren Platten, die durfte dann Jackson mit seinen zwei Freundinnen fressen. Und ich hatte 3 oder 4 Fotografen an dem Tag im Raum, die diese Aktion eben gerne auch machen wollten. Und haben dann eben so wunderbare Aufnahmen gemacht, haben die auch noch ein bisschen bearbeitet, damit es halt so ein bisschen horrormäßig ausschaut. Ich persönlich würde die zu Weihnachten verschicken, als frohes Fressen irgendwie. So sieht's aus. Und ja, das sind halt auch einfach verrückte Aktionen, wo jetzt auch nicht jede Galerie Bock hat. Danach muss man nämlich einen Haufen Leberwurst vom Boden irgendwie abwaschen. Meine Mama war sauer, dass ich meine Barbies da verbastelt habe. Aber ja, genau sowas macht mir Spaß, wenn alle mit dabei sind. Kunst, Tiere, Menschen, tja, und gute Laune. Vielen Dank. Okay, war ein schöner Tag. Na, kennst du jemand? Kennst du niemand? Kommst du wieder rein, gell? Super. Tschüss. Okay, ihr zwei, vielen Dank für das Interview und für die Zeit, die ihr euch genommen habt. Bitte gern. Meine Sendung endet mit 2 Veranstaltungstipps und ihr dürft sagen, wo sollte man unbedingt mal hinkommen. In die Kamera bitte. Ja, also am 20.07. nach Waiblingen zum Thalauer Rockt. Da spielen wir mit Kim Coy. Perfekt. Und mein Tipp ist, am 23. und 24. Februar ist in der Kultursarena in Stuttgart die Nachhaltigkeitsmesse. Also ich denke, das ist sehr wichtig und da sollte man auf jeden Fall mal vorbeischauen. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Interview und ja, wir hoffen dich bis nächste Woche wieder und eine gute Zeit und tschüss.